Schöne Bilder und schöne Grafiken haben bei uns auszustellen. Und die Ausstellung, die wir heute eröffnen, da freue ich mich besonders, dass die beiden Kuratoren da sind. Das ist der Dr. Frank Berger und Jörg Schmitz, beide aus Frankfurt. Sie werden dann später noch ein bisschen genauer eingehen auf das, was Sie hier sehen, was mit Franzosen auf sich hat, wie der Bezug nach Wien ist, zu Konrad Weyer. Hier zu Gast sein dürfen. Du hast ja schon kurz gesagt, wir, das sind nicht nur Frank Berger und ich, sondern wir sind hier quasi in unserer Eigenschaft als Vorstand des Vereins für Stiftung Bild arbeiten, die auf dem schmalen Grat zwischen Literatur und bildender Kunst sich bewegen. Und zu Franz Roth, im Text gehört, ich möchte euch jetzt noch einen kurzen Überblick über die Ausstellung Mond 5909 und andere geben. Hier in dieser Ausstellung, und das sind ja alles Werke auch überwiegend, also im Eigentum von Franz Mohn. Das Hoffmann mit 1,8 Promille im Blut und 180 km/h auf dem Tacho verunglückt. Sein Fett und Räten überschlug sich mir der Hoden, was sich Torsion nennt, sodass mir am Tag von Jörg Heiders Unfall mein Nebenhoden entfernt wurde und böse Zungen nun behaupten, then came the time and said, create me. Das ist früher Zwang, Kinema, Papa.